schon mal was? Rosa. Ja. Wie lange meinst du, müssen wir jetzt warten? Keine Ahnung. Mach doch immer Überfälle. Hallo. Wer hat gesagt, dass du rausgehen darfst? Ey, du gehst jetzt rein, bitte. Ich bin mal kurz telefonieren, bin sofort wieder da, okay? Was? Ich erschieß dich. Ein Schritt nach vorne und ich erschieß dich, Mann. Komm zurück zu mir. Komm zurück, Baby. Komm zurück. Rein mit deinem Arsch, Mann. Rein mit dir. Du willst doch nicht, dass deine orangenen, schönen Naturhaare verletzt werden, oder? Was hat die Frau Feigang oder was? Die sind fuchsrot. Ja, fuchsrot. Keine Ahnung, Mann. Geh mal nach hinten. Wie gib die Blautauslauf? Die ist auf die Wand. Gib ihr mal Handyverbot. Die hat eh Kabelbinder an. Wie soll die ans Handy gehen? Ja, das stimmt. So, bisschen Action gemacht. Ja, ja, alles gut. Ey, Sosa. Ja? Wie viel können wir hier für eine Geisel nehmen? Lass 250.000 für beide. Okay. So, und maximal. Ey, okay, alles klar. Weg. Perfekt. Ey, Fuchsrot. Ey, wie heißt du? Wie heißt du? Da, sag mir deinen Namen, bitte. Warum? Sonst muss ich deinen Ausweis verlangen, das will ich nicht. Hör auf rumzurennen, Mann. Hast du irgendwie einen Wurm am Arsch? Ich geh da nur weg von dem da. Der hat ständig immer seine Finger in meinen Taschen. Was denn? Egal, ich hab dich nicht einmal durchsucht, jetzt geh an die Wand. Hast du wohl. Wirklich, ey. So ist ey, okay, warte mal, wie heißt du? Warum? Ich will's nur wissen. Janni. Janni. Ich höre schon Sirenen. Janni? Wie? Janni. Jennifer, wie Janni? Hey, habt ihr das was gemacht? Nein. Man spricht Chinesisch oder was? Ja, du sprichst Chinesisch. Janni, was ist das für ein Name, Mann? Das ist Italienisch. Wo ist das Italienisch, Mann? Yummy. Janni ist Italienisch. Was für Yummy, Mann? Bi-Janni. Ah, Bi-Janni. Bi-Janni, die Hansen, no. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Wer war das? Ich weiß auch nicht, wer das war. Wer war das? Jungs, wer war Warst du das? Okay, ich hab jetzt ein Dispatch gemacht. Geiselnahme. Howdy, Biani. Brauchst du was zum Essen? Hör auf, Licht auf sie zu leuchten, Mann. Hast du mich doch eben gefragt? Stimmt, Bruder. Ja, vielleicht geht's dir besser. Bitte, bitte, eine geile Geiselnahme. Nee, Essen, Trinken brauch ich. Aber ich muss sagen, deine orangen Haare, fuchsroten Haare gefallen mir. Dankeschön. Whitey. Ohne Grund. Ich versichere dir, wenn du mit, kooperierst, dann überlebst, okay? Biani. Also bis jetzt bin ich ja noch total nett zu euch. Ja, also ich mache ja auch nichts. Dieser Typ hier drüben, der ist ein bisschen ein kleiner Spanner. Ja, sag dir mal den komischen Schlimmelhüter auf dem Kopf. Was? Dass er mich nicht antasten soll. Tass sie nicht an, Mann. Er hat wohl noch nie eine Frau gesehen. Wirklich, was Quatsch, ich geht mir gerade alle drei auf den Sack. Ruhe sägen. Und wenn das gerade meine Taschenlampe war, will ich die wieder haben. Tut mir leid, Mrs. Sosa, warum bist du so nett zu denen? Was? Weil das unsere Geiseln sind. Wir müssen mit denen zusammen kooperieren. Wirklich, ich bin kurz vorm Explodieren. Du willst doch auch nicht, dass wir hier schreiend rumrennen. Hab ich nicht gesagt, du sollst deine Fresse halten? Ab und zu fragt er mich, dann soll ich reden. Jetzt ich hab du, gesagt, ich soll du sollst nur auf Aufforderung reden. Dann soll ich reden. Ich schieß dir gleich in deinen Kopf, halt deine Fresse, Mann. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Mille, danke für dein T1. Wirklich, du hast mich reingesch... Wirklich. Pass auf die Geiseln auf, Mann. So, das war das letzte Mal. Scheiß auf dich. What? Scheiß auf dich. Bin auf dem Weg, Bruder. Kuss, Digga. Okay, und von dem Dach aus beobachtest du, was... Ey, versteck doch mal die Motorräder, ihr Idioten. Was machst du da? Fucking Sleeper, man. Ey, sollen die Motorräder nicht in den Laden reinmachen? Nein. Du sicher? Du kannst du auch machen, aber kann auch was schief gehen. Ja. Entweder oder, entweder wir fahren halt direkt dann raus, weißt du? Du Vollidiot! Sorry. Du machst die ganzen Motorräder kaputt, du Idiot. Damit können wir ihn gleich nicht mehr flüchten. Ja, Kopfschmerzen, sorry. Brakes, danke dir auf den Ton. So. Skala von 1 bis 10, wie gut geht's dir? Bin auf Position. Es geht.
Okay, was ist das jetzt? Nee, jetzt gut, danke. Okay, sehr gut. Skala 1 bis 5. Was? Aber wehe, das war meine Taschenlampe. Warte, ich such dich mal und guck mal, ob du eine hast. Ja, ich werde aber nicht ganz bewegen können, weil die haben bestimmt Sniper. Du hast eine noch. Ja, das Gott, sucht dir eine sichere Stelle, deswegen. Hast du dich gerade bewegt? Ich kann nicht auf beides überbewegen. Ja, er hat mich auch was gefragt, bewegen, oder wollte zumindest. Ja, natürlich. Laufen so. Brauch ein bisschen Bewegung, mein Knie. Alles verbunden gut, alles worden. Gut, solange es dir gut geht, das ist... Naja, sitzen wäre schon. Kann ich eine Frage stellen? Was? Warum schaut er aus wie ein Benutzer Pariser und alle anderen haben vernünftige Masken auf? Keine Ahnung, musst du ihn fragen. Was hast du warum dazu sagen? Warum siehst du aus wie ein Benutzer Pariser? Bitte was? Warum du ausschaust wie ein Benutzer Pariser? Ein Benutzer was? Weiß nicht, was ein Pariser ist. Nein, was ist ein Pariser? Oh je, ich dreh mich wieder um. Oh je. Bitte was? Oh, der checkt das nicht. Nee. Sosa, was meint die? Was ist ein Pariser? Warte, lass mich das sagen. Du hast das Kondom mit dem Ding auf dem Schädel. Pariser heißt sowas wie, kennst du von der Fernbedienung den ganz obersten linken Knopf? Ja? Das ist Pariser. Ja, ich werde direkt sagen, dass sie keinen Lohn sollen. Ich check gar nichts. Ey, junge Dame! Junge Dame, hören Sie mich? Junge Dame? Hä? Hören Sie was? Mich? Ja. Gabst du der Hose auch Arsch dazu oder haben Sie das Abo nicht mitbestellt? Der war schlecht. Also ich fand den gut. Also ich muss sagen, ich hoffe, das sind alles nur Witze. Hier ist natürlich eine positive Stimmung und wir sind alle miteinander befreundet, oder? Nein, die fuckt mich die ganze Zeit schon ab. Ey, ich hab ein Date mit dir, pass auf. Ist mir scheißegal, mit wem du ein Date hast. Ey. Wir haben danach noch ein Date. Ist der jetzt so unentspannt? Wann hat der ein Date? Wir haben danach noch ein Date, oder? Ja, keine Ahnung, die hat ein Stockholm-Syndrom. Die steht irgendwie auf ihren Entführer, keine Ahnung. Das stimmt mit dir nicht. Ey. Ich geb dir gleich Stockholm-Syndrom. Jo, entspannt euch mal. Bitte? Du kannst froh sein, dass ich Kabelbinder am Rücken habe. Was wäre denn sonst? Hätte ich den Arsch versohlt. Sosa, hörst du das? Ja. Dein Gangbruder hat sie bedroht, hast du es gehört? Wie handelst du? Wie ich handel? Ja. Gut gemacht, Mann. Bist beste Freundin, verdammt, Mann. Also wirklich. Ich lade dich auch auf das zweite Mal aufs Essen ein. Wirklich, so wirklich die Scheiße rein, Mann, wirklich. Ich merke schon, wo deine Prioritäten gesetzt worden sind. Ja. Scheiß auf dich, wirklich. Wenn ich nochmal zu dir cool bin, wirklich, bist ein 31er. Wie 31er, Mann? Pablito, ich bin raus. Wie, du bist raus? Ey, wer ist Pablito? Wie, du bist raus, Mann? Du bist nicht raus, Mann. Ich hab keinen Bock mehr mit dir zu chillen. Warum? Du bist nicht cool, Mann. Wie, ich bin nicht cool? Vor den anderen bin ich ein Witz, aber hintenrum bin ich cool genug für dich. Verdammt. Hey, ich hab nichts gemacht, Mann. Du Vollidiot, hör mir jetzt zu. Komm mal vor. Ey, Whitey, komm mal her. Und Whitey, wo ist eigentlich dieser Pablo? Du Vollidiot, Mann, wir müssen mit den Geiseln verfickt nochmal gut umgehen. Sonst, weißt du, guck mal, wenn die Geiseln mit uns gut, weißt du, wie ich meine? Wenn die Geiseln mit uns gut sind, dann ist es viel einfacher, hier rauszukommen. Warum? Ja, weil die Geiseln mitwirken müssen. Die müssen mit dem Motorrad vorne hinfahren müssen. Okay, gut, dann entschuldige ich mich jetzt bei ihr. Junge Dame, ich entschuldige mich bei Ihnen. Nehmen Sie die Entschuldigung an. Ist sie denn ernst genommen? Ja. Ich habe mit ihm geredet und anscheinend hat er wirklich ernsthaft Interesse an Ihnen. Und da er mein Bruder ist, gönne ich ihm alles und darum bin ich auch nett zu Ihnen. Gut, Entschuldigung angenommen. Okay, es war yo. Ein Scherz. Yo! Verdammt, Mann! Du kannst doch nicht einfach hier so rumschießen! Ja, ich dachte, wir machen ein bisschen Lärm, dass sie kommen. Hast du Dispatch geschrieben? Ja, hab ich. Verdammt. Und die kommen immer noch nicht, verdammt. So, wir spielen jetzt ein Spiel. Ich sehe was du nicht siehst. Also, ich sehe, dass er ein Handy in der Hand hat. Was? Und ich sehe hier drei Bilder. Warte mal, hat er gerade ein Handy in der Hand?
Ja, aber ich kann's nicht weglegen. Was soll ich machen, wenn Schreib einen Dispatch an die Bullen, ich bin eine Geisel. Ich kann nicht. Ich bin gefesselt. Ach. Was soll ich denen schreiben? Ich kann nicht. Wie? Der Hermano, willst du mich verarschen oder was? Leg mal das Handy weg. Ja, wie denn? Jungs, kann man Juwelier wieder berauben jetzt? Denken oder nicht? Sie, ich hab's rausgeholt, das Handy oder was? Sag mal. Hat er schon mal einen Überfall gemacht oder nicht? Hier. Stimmt, Mann. Hey, yo. Die haben doch gesagt, also wäre er ein Gentleman gewesen. Dispatches funktionieren doch nicht. Oh, scheiße, stimmt. Ey, yo, Dispatches funktionieren doch nicht. Hätte er mich nicht belogen. Bist du sicher? Wie hat er denn sie belogen? Verdammt, das heißt ja. Belogen. Wie denn? Kann man die anrufen? Wie machen wir das? Kann man die Koppers anrufen? Dann versuche ich mal was. Ja. Ich versuche, den mal zu erreichen. Aber das geht in die Schulter. Immer Hallo. Das Gleiche. Immer diese frechen Geiseln. Ja, wirklich. Schlimm. Die Straßen sind voll. Du denn frech? Ich bin nicht frech. Wie alt bist du denn hier rechts? Und hast ein Handy in der Hand. Ich bin nicht frech. Weißt du, dann nimmst du mir doch ab hier, wenn du das kannst. Geh weg, ich mach's. Rum, okay, bleib dir hier. Ich ja, okay. Wenn ich Koppers sehe, sag ich, ich hab da zufällig gesehen, dass da gerade eine Geiselnahme läuft. Kato, Pam, Wumpa, danke dir für dein Prime. So, Jungs. Jungs und Mädels. Ich muss pinkeln. Ja, ich komm muss mit. Pinkeln. Ja, komm mit. Wenn du versuchst zu laufen, wir haben eine Knarre an deinem Kopf, ne? Komm rein. Da. Da in die Ecke pissen. Was? Ja, da in die Ecke, wo... Da in die Ecke pissen. Wie soll ich denn jetzt die Hose runterziehen mit den Händen auf dem Rücken? Ja, ich werde dir nicht die Hose runterziehen. Warte, ich zieh die Hose runter. Nicht. Mach los. Nein, Spaß, warte, dreh dich um. Dreh dich um, Mann. Bin noch dabei. So. So, okay, warte, warte. Wenn du die Cops... Ah, nee, du kannst die Cops rufen, mir scheißegal, Mann. Wäre gut sogar, wenn du die Cops rufst. Ich ruf die Cops nicht, ich muss pinkeln. So, lass raus. Hat die irgendwas noch zum Schlagen? In der Taschenlampe. Taschenlampe. Ich glaube, ich ziehen Bitte, könnte. Sosa, tu mir den Gefallen und nimm den davor ab. Nein, alles gut. Wir waren einfach draußen. Nicht. Mach schneller, Mann. Gerät. Wenn die noch ein Funkgerät hat, dann nimm den. Das ist deine Front. Ich gehe nicht als erstes rein. Das kannst du vergessen. Dieses Safe mit irgendeiner Taschenlampe schon irgendwo. Bist du fertig? Julia und Franz, danke dir auch für den T1. Danke dir. Hey, geh da nicht rein. Ja, ob die fertig ist. Tut mir leid, Mann. Oh, ey, yo, mach mal auf. Was? Verdammt, komm raus, Mann. Oh, scheiße. Verdammt, kacke, Mann. Bro. Ich hab Problem. Was? Meine Hose. Wie deine Hose? Das Blut. Jo, was ist denn los mit dir, Mann? Komm mal klar auf dein Leben, du Vollidiot, Mann. Hast du das erste Mal ein Mädchen gesehen? Um ehrlich zu sein, ja. Verdammt, Alter. Weißt du, wie lange das her ist? Zuletzt in der 4. Klasse. Die Barbara. Die Barbara damals in der 4. Klasse, ne? Das war zwar nur so Händchen halten und nur so kurz Lippen zueinander. Koppers, so. Aber trotzdem. Ja, Mann, Alter, du scheiß Weirdo, Mann. Ziemlich langweilig, Junge. So, bist du mal endlich fertig? Wirklich gar nicht, Digga. Besser ist es so raus. Warte, ich muss wieder Kabelbinder anlegen. Bleib stehen. Stehen bleiben, Mann. Ist ja gut. Verdammt. Ich sag doch, er ist nett zu Ihnen. So, ich will nicht stressen. Wieder hin. Ey, yo, wo sind die Cops, Mann? Hier, Polizei.
Ich höre Polizei irgendwo. Nein, das ist Krankenwagen. Hab schon geguckt. Warum kommt keiner? Wirklich, machen Überfall nur mit Idioten. Der eine. Oh, ich. Irgendwie. Ja, Hermanos, ist. Ich kleb fest. Ich hab grad. Geh weg von hier, Mann. Ich kleb fest. Geh weg von hier. Wie denn? Ich kleb. Lass sie in Ruhe, Mann. Weg von hier, Mann. Wir können vergessen. So oder geh du weg. Andere Seite. Aber jetzt. Ich kann mich noch drehen. Asics, danke dir für deinen 105 Witz. So, ja, Jungs. Also, hören wir auf. Komm jetzt endlich mal, Cops. Sosa, hermano, die Cops, es sind nur drei Coppers da, weißt du? Die haben kein Personal. Und jetzt? Das geht nicht mehr. Also mit drei Coppers, die fahren nicht an, haben die gemeint, weißt du? Verdammt! Jungs, wir haben die. Ich hab mit Zivis die Frau von der Haut entführt, der ist jetzt hier vor der Palette. Wer, wo? Wen habt ihr entführt, hallo? Wir haben die Frau von der Haut und der Haut steht direkt vor uns. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich sich nicht wegen meiner Brille, ich brauche eine Brille zum Autofahren. Was? Echt? Ja. Ey, wir müssen das Ganze hier abblasen. Warte kurz. Also, ohne Scheiß. Komm her. Ich nehme deine Kabelbinde ab. Demnächst suchen sie sich vielleicht am besten eine bessere Maske. So, ey, Sie sieht wirklich aus wie ein benutztes Kondom. So, ey, das nächste Mal, wenn ich sie sehe, lade ich sie dann ein oder so. Oder schreiben sie mir, okay? Roger. Und du, Bleibst hier einfach, keine Ahnung, schlafen. Ja, mach was du willst. Wirklich, mach was du willst, du bist mir echt scheißegal. Moreno, ich würde ihm noch so ein Ding ziehen. Warte mal ganz kurz. Ach, kommt schon, Jungs. Ich habe euch doch nichts getan. Ich bin sogar freiwillig aufgestiegen. Was geht bei der ab? Was ist bei ihr, Alter? Die ist ja richtig im Film, Alter. Ich bin doch nicht hier. Was ist denn bei der los? Kim Possible oder was? Komm mal runter von deinem Film, Alter. Was ist denn los mit dir? Kim Possible, kommst du doch klar. Der Haus liegt tot in der Palette. Alles gut bei dir. Wo ist Ron? Dachtest du kurz Escape Plan machen oder was? Aber die ist mir sympathisch. Verdammt, Mann. Egal. Jenny, ey, oh, rein. Ich lade dich dann nächstes Mal ein auf Essen, okay, wenn ich Zeit habe. Warte. Oh, rein, Mann. Aber ich krieg ein Motorrad. Warum? Kannst du mir den Cops abholen? Du meinst, ich lauf doch jetzt hin oder was? Ich fahr dich. Komm her. Ja, dann. Müsst ihr das durchfatzen? Ja, warte. Was, auf was denn? Wo soll ich dich hinfahren? Okay, Mike, du mit der Farbe Rot. Zu meinem Auto. Wo ist dein Auto? Was meinst du? Du verpinst dich da sofort. Du hast meine Farbe Rot. Du sollst in Verbindung mit uns gebracht werden. Verdammt, Mann. Gib mal am Navi ein, Mann. Moment. Wie, du weißt nicht, wo das Pini ist, oder was? Ja. Digga, Max, danke dir für deine 500 Bits. Kuss, Digga. Ist das neu hier, oder was? Nein, schon seit 2 Monaten, aber ich kann mir sowas nicht merken, Mann. Echt nicht? Nee. Aber, komm, wie heißt du wirklich? Jennifer Miani. Jennifer Miani. Soll gerne meinen Ausweis haben, wenn du willst. Wie alt bist du nochmal? 23. 23, genau. Boah. Siehst du, hab ich mir gemerkt. Welches Sternzeichen? Jungfrau. Ach so. Ja, passt nicht. Tut mir leid, Mann. Nein, Spaß. Oh mein Gott. Oh, alles gut, alles gut, alles so? Gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Boah, Hilfe. Alles gut. Muyo, hörst du mich? Ja, Papito. So, steig aus. Wo seid ihr, Muyo? Wir sind jetzt gleich bei der Hut. War schön, dich kennenzulernen, Mrs. Ja. Ebenfalls. Hau rein, Mann. Jennifer. Jennifer Miu. Hau rein, Mann. Miani. Ja, Biani, Miani, Miziani, mir scheißegal, Mann. Ey, Jungs, wo seid ihr? Wir sind jetzt bei der Hut. Ich komme.
Karotte schlafen gegangen, nachdem er gestorben ist. Ey, warum ist Herr Ort gestorben? Komm zu uns, ich erklär's dir gleich hier bei der Ort. Ja, okay, ich komme. Was los, Jungs? Wer hat wen erschossen? Ja, also Mike war mit seinen Kollegen oben bei Palito oder Paleto Bank, was weiß ich, wie die heißt. Ja. Yeah. Und da haben sie wohl dann Herr Hort seine Frau als Geisel genommen. Herr Hort kam dahin. Und die Jungs haben zu dem gesagt, Hände hoch. Der hat die Hände nicht hochgemacht und dann haben sie ihn erschossen. Die mit den Teufelsmasken, weißt du? Ich habe jetzt Mike gesagt, er soll sich oben verpissen, damit der Fall nicht mit dem Platz in Berührung kommt. Ey, warte ja, mal, Mike, aber ohne Sinn. Mike ist der andere Runner bei uns. Mike hat doch heute wieder auch wieder Scheiße gebaut, oder nicht? Ja. Der ist raus, Mann. Ja, darum wird sich morgen gekümmert. Abo, ich nehme seinen Rang ein, okay? Ja, du nimmst seinen neuen Rang als Runner ein, okay. Ja, geh scheiß auf, Digga, wirklich. Ja, das war wieder so der schärfste Call am Abend, Digga. Gibt's ein Problem, Junge? Warum schießen die den um, Mann? Ich weiß nicht, Digga. Die hätten so viel Geld aus dem holen können, die sind so dumm. Ja. Einfach dumm. Hat schon mal erwähnt, dass er da oben immer noch hat ist. Hat er mit Zivis das gemacht, oder was? Ja, mit Zivis. Ja, er ist immer noch da oben in der Bank. Hat er die erschossen? Mike, bist du jetzt da weg? Ja, der Dings ist schlafen gegangen. Ich glaube, das ist keine Rolle mehr hier irgendwie. Ja, egal, vielleicht noch Kopfschmerzen. Verpiss dich da einfach. Nein, der ist schlafen gegangen. Das ist ganz komplett weg. Verdammt, Mann, was soll die Scheiße, Mann? Was macht der auch? Ja, Bruder, warum? Ich verstehe gar nicht, warum der mit Zivis einen Überfall macht, Bruder, anstatt mit der Familie. Ja, das ist ja okay, das macht der Sosa auch. Das hat er, also, ja, dagegen sag ich ja gar nichts, aber nicht dauerhaft, wenn das ist ja heute wohl schon angeblich der zweite oder dritte. Und das muss halt nicht sein. Weil der ist heute schon das zweite. Warte doch, wenn ich diese Sauce in die Finger bekomme. Ja, aber Bruder, warum geht man hier in die Gang rein, Bruder, und macht was mit anderen, weißt du? Gang ist Gang. Das ist so meine Meinung, weißt du? Ist Mike ein Paparazzi? Ich glaube eigentlich nicht. Verdammt. Aber man weiß halt, also der Frank hat den, kannte ihn und hat ihn dann in die Gang geholt. Ich kenne ihn nicht. Verdammt, Mann. Ich glaube, der war früher Arbeiter. Echt? Längere Zeit. Also ich weiß nicht, ich glaube schon. Ja, aber du kennst ihn nicht, ich kenne ihn nicht, wir sind alles Arbeiter gewesen, Bro. Auch true. Ich war auch Arbeiter, Digga. Ich kann mich erinnern. Ja. Was können wir machen noch, Alter? 2, 4, 6, 8 Leute sind wir noch. Bitte, wir können von mir aus die Waffenrouten abfahren. Waren wir eben? Haben wir schon gemacht. Nichts los? Nee, Mann. Langweilig. Ja, doch. Ihr müsst mal Twitter gucken. Ich dachte, ich war den Uli Hoeneß. Guckt mal auf Twitter, wie dieser eine Uli Hoeneß die Leute anstiftet, auf die Waffenrouten zu gehen. Wer? Uli Hoeneß bei Twitter. Uli Hoeneß? Naja. Ja, der von Bayern, der. Dann ist das. Ich glaube, der ist verwandt mit Harald Krüll. Ja, mit Harald Krüll und wahrscheinlich diesem Hansi Flick oder wie der heißt. Ja. Ich weiß es auf jeden Fall. Und Dingens, wie heißt der? Jürgen Klopp. Ja, dann waren die bestimmt, da war Harald gestern auch dabei. Und der ist auch Paparazzi. Verdammt, Mann. Easy, Digga. Dann würde ich sagen, lass mal Human gehen, oder? Müssen wir mal gucken, was abgeht. Was? Waren wir gerade? Sind wir doch gerade hergekommen. LCN war ja auch da. Bringt dir nichts, wenn du das jetzt sagst, wenn er Paparazzi ist. Davy, leih mir mal den aus. Wir können da gar nicht oft genug hin, Digga. Es ist ja eigentlich abgezogen. Digga, was soll die Scheiße? Was machen denn auch irgendwelche Leute von uns? Was soll das? Genau, Paparazzi heißt Stream Sniper Chat. Ich weiß, ich habe morgen einen Friseurtermin. Eigentlich müsste ich auch gleich pennen gehen. Ich muss morgen auch noch. Digga, wann hat immer die Bank ungefähr offen? Chat?
so eine Bank zu Beratungstermin. Also so eine Sparkasse. Was haben die so für typische Dings? Öffnet um 9 bis 14 bis 16 Uhr. Ja, dann gehe ich um 14 Uhr dahin. 14 bis 16 Uhr steht hier. Montag. Ist heute Montag, ja. 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr. Dann gehe ich um 14 Uhr dahin. Und um 15 Uhr habe ich meinen Friseurtermin. Passt perfekt. Oder dauert das mehr als eine Stunde, eine Karte neu anzumelden? Nee, ne? Alle, ja, ja. Mein Davy. Nee, nein, Benjamin, ja, Digga. Warte hier. Über Benjamin. Quatsch die nicht voll. Sagen, das war dein bester Deal, den du je machen konntest. Alter, das ist auch der beste Deal. Oder du bist so dumm, ey, der fuckt ja mich den ganzen. Das war der beste Deal. Ich schau dir auch mit einer Taschenlampe auf den Kopf. Das war der beste Deal, den er machen konnte. Sagen, Mongo-Kopf. Digga, reicht doch jetzt. Achso, stimmt, braucht man einen Termin. Ich mach den Pfeifer, die Rubin. Jungs, was habt ihr eine Idee, was wir machen können? Mui, ich hab grad den besten Deal meines Lebens gemacht. Ein Taser umgetauscht gegen eine AK und eine Mikro, eine Uzi. Ich stell mir mal um 11 Uhr einen Wecker und dann mach ich mal an. Kalle. Echt? Kalle. Ja. Was? Ich will unbedingt Taser, ich hab eh genug Langwaffe. Digga, er hat aber das Ding ist, hey, Mui, guck mal, ich bin 5-Kopf. Ich liebe ja den Taser. 5-Kopf, ich hab mich zurückerinnert, ich hab noch in meinem ganz alten M4 BMW noch einen Taser drin. Junge. Also, den hätte ich eh nicht gebraucht. Also, ich hab so Win-Win-Situation. Was wurde ich hops genommen? Ich wollte eh einen Taser haben. Wie kann man denn so ein Abwehr sein? Du bist einfach so der Händler, oder was? Ich hätte den einfach behalten sollen. Einfach Plus heute gemacht. Einfach Plus? Du bist der Plusmacher ab jetzt. Sehr ein Plusmacher. Sehr ein Plusmacher, nicht mehr Dummkopf. Ja, und nicht mehr Zwerg. Dummkopf. Was hast du gehört? Die sagen einfach Minusmensch. Ich war einmal hier, Pablito. Ich war einmal mit dir unterwegs. Verdammte Scheiße, nur Minus, Mann. Ey. Erstens, er hat mich gefickt. Monte hat 250k Casino gewonnen. Echt jetzt? Boah. Der Wichser. Rush? Ich bin gesperrt, Digga. Hey, wo ist Monte sein? Yes! Yes! Wow. Yes! Alright! Wow, er macht auch Win seines Lebens. Good, get the green here. Get the green. Ach, okay, fine. 33x. Tschüss. 150. Up! Davy, okay. Hold on, Heli. And, warte. Okay, go. We already had the multiplier locked. Ach, some more. More in the tumble wind. Mui, ich komme schnell mit deiner Karre zu Jungs. Alright, here we go. Base Bank. Come on, get the last tumble here now. Get the last one. Get the last tumble. Alright, get the green. Get the green. Kann natürlich auch LCN sein. Oh, green and red would be so perfect. Good. Ja. Digga. That's been coming up here now. Ja. And 177,400. Okay, alles klar. Überleg mal. Okay. Ja. Digga, ich glaub's nicht. Okay, Jungs. Bergen, Sosa und ich fliegen mit Davy, mit dem Heli, der Rest fährt mit Autos. Wollen wir hin, Mann? Waffenroute sind wahrscheinlich Leute. Ja, okay. Hey, Mann, du willst doch auch endlich mal wieder Blut sehen, oder? Ja, ja. Wir gehen, Jungs. Der Mui, ich bin fast am Helikopterplatz, muss noch kommen. Bruder, was ist das für Kofferraum, Alter? Groß, gell? Ich muss auch kurz die Ecke reinpacken, warte. Bruder, da passt viel rein, da hast du viele Sachen noch drin, ha? Ja, warte, ihr könnt hier kurz 500 weil dann können wir gleich Euro pro Umdrehung. Digga, das würde ich... Eigentlich ist der Kofferraum vorne, ja? Wenn ich 10 Millionen auf dem Konto hätte, würde ich keine 500 Euro pro Umdrehung spielen. Wieso bist du gesperrt? Weil ich im Chat geschrieben habe zu Monte, wo bleiben meine 150 Euro, du Uhren? Naja, dann hat er mich gebannt. Ich bin Ivan. Ich hab schon zwei Schlüssel. Okay, perfekt. Guck mal kurz. Kommt zu Hut unten auf den Parkplatz. Wir warten da. Auf geht's. Gas geben. Jungs, ihr könnt mal vorfahren. Ey, was mit Helikopter? Ich dachte, wir fliegen. Ja, Mutter, ich dachte, wir fliegen.
Ja, ja, wir, uns holt jetzt Pablito, du fährst bei den Jungs mit im Auto. Okay. Ich? Ja. Nein, Sosa, du fliegst mit uns. Ja, okay. Kalle und Dingens kommen mit uns, Digga, Pablito. Du hast, Warte mal kurz, ich nehme hüpf, mal. Kasten, weil ich wurde irgendwie gerade geschlagen. Nur Schuss, warum das denn auf einmal? Ja, weil du die Waffe ins Auto gepackt hast. Ey, Sosa, ich hab auch noch was von dir. Was? Oh, Scheiße. Schrottblende, ja. Dann nimm einfach die Waffe, die die Kugel hat. Ja, aber das ist eine AK, damit kann ich nicht umgehen. Doch, wir sind doch aus dem Heli raus, klar. Oder? Nimm erstmal die AK raus noch, schnell mach hin. Warum bei mir nur 300? Wenn du beide Waffen hast, dann legst du die Karabiner erstmal auf den Boden. Oder bei mir sind 20 andere Waffe erst im Kofferraum. Wenn es gut läuft. So. So, und die jetzt halt auf den Boden legen, sagst du? Genau, die Waffe, die du behalten willst, auf den Boden legen und dann sollte die Munition in der Waffe sein. Genau, und jetzt legst du die andere Waffe. Ja. Warum schuld der Hund? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Gefällt mir. Ah, Bro, klar. 6 Uhr, glaube ich. Großen Kopf. Komm, Kadi. Ist so. Sollte eigentlich. Mojo. Ja, Digga. Ich kann nicht auspacken. Mitten Polizei-Heli steht mitten auf dem Auspackding. Wieder steht er dann. Nimm diesen Heli, flieg den paar Meter zur Seite, keine Ahnung. Ist abgeschlossen. Papito. Digga, aber ich weiß nicht, ob ein Kadi-Album. Was ist, wenn du den kaputt schießt? Glaubt ihr, ein Kadi-Album kommt? Ja, der wird halt nicht weggehen davon, ne? Der ist schwer. Das kann jetzt nicht sein. Digga, das kann ja wohl nicht sein. Ich rufe mal den Bullen an. Was ist los? Oh, Mann. Diese scheiß Bullen haben ihren Heli einfach auf dem Heliplatz stehen lassen, abgeschlossen haben. Und jetzt können wir unseren Heli nicht holen. Weiß nicht. Ich rufe jetzt an. Der soll Album droppen anscheinend. Nie im Leben Album. Boah, ich weiß nicht. Ja, komm, dann ist er auch einfach. Digga, was machen wir jetzt? Wir müssen Schafter nehmen. Die Bullen gehen nicht dran, wir nehmen Schlafter. Ihr müsst Schlafter dann alle nach Wii parken, ne? Weil es gibt keinen freien mehr. Meinst du, ich explodiere, wenn ich den jetzt auspacke? Ja, geh das Risiko mal ein. Ja, okay, das heißt, wenn ich nicht mehr antworte, bin ich tot. Jo. Ich warte jetzt hier kurz eine Minute. Warte, hab ich zugesperrt? Ja, du wartest eh gerade noch eine Minute, gell? Jobalbum heute, glaubt ihr? Baby? Ich hab den Heli, aber ich muss noch kurz Boah, eigentlich, wenn Kadi Album droppt, will ich bis 6 Uhr. Du hast den Heli. Wenn ich weiß, dass Kadi bis um 6 Uhr. Wenn ich weiß, Kadi droppt um 6 Uhr Album, dann will ich durchmachen. Ja, den Heli doch, Jungs. Geil. Geil, Mann. Ey, wo seid ihr? Können wir noch auf euch warten, bis ihr da seid? Was denn? Ja, ja, wartet am besten. Wir fliegen erst ab und dann fahrt ihr hoch, weil ansonsten nicht, dass sie direkt auf euch schießen. Mui! Ja, Bro? Jemand hat gesagt, meine Maske sieht aus wie ein Kondom. Ich muss die wechseln. Stimmt, warte mal. Ja, mit Cable der Brille auf jeden Chat. Fall auch sehr, sehr, sehr komisch. Doch, könnte ein Kondom sein, ja. Ja, gescheiße, jetzt will ich nicht mehr. Könnte ein Kondom sein, aber lass ist doch nicht schlimm. Ich will mein Einhorn wieder. Junge, was für Einhorn. Wenn du dein Einhorn willst, musst du erst auf die Pose kommen wie Sosa. Ist nicht safe. Weil das ja, das gibt doch schon mein Bestes. Ja, Digga, jeder sagt was anderes wieder. Ja, machst du ja auch. Ist ja gut so. Sehr einfach Gangster geworden und nicht mehr Dummkopf. Okay, Schock. Doch. Also David, wir sind jetzt hier unten am Parkplatz. Jo, Playboy Cardi, nicht Cardi B-Chat. Vem Cardi war der Beste? Ne, Cash Cardi. Boah, das sieht schon cool aus. Mach mal Gangzeichen. Was sagst du? Gang Signs oder was? Von dem Platz? Ja, und du als Wander stehst vorne oder was? Oh, oh, oh. Wir stehen hier in der Hood und kicken die Lines. Oh, sorry.
Mujo, haben wir eigentlich einen richtigen Rapper, West Coast Rapper bei uns? Okay. Mujo? ja. Wer? Sepp. Check. Sepp, oder? Ah, ja, stimmt, Sepp. Mujo. Ja. Wir kicken hier die Lines und währenddessen überlegen wir uns ein paar Rhymes. Sollen wir Zivilisten aufnehmen? Ah. Ja, könnt ihr machen, klar. Klar, wir fliegen jetzt mit Heli dann die andere Route. Ja, okay, wir kommen erstmal die Route. Lass die Route dann abfahren. Steig dann ein. Zusammen was machen, okay, ey, Mann. Bloßer, wenn du dich hinten hinsetzt, dann kannst du rausschießen. Ja, ich will doch hinten hinsetzen. Bergen, du musst vorne hin. Aber wäre es nicht klüger, wenn ich schieße? Nein. Ich habe eine Karabiner. Weiß ich nicht. Ich doch auch. Gehen wir jetzt zum Dorf, oder was? Ich habe keine Pistole. Ich kann gar nichts machen vorne. Ich habe auch keine Pistole. Keiner hat eine Pistole. Ja, scheiß auf, Digga. Ich weiß gar nicht, kann man mit der Pump aus dem Dings schießen? Aus dem Auto oder so? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich noch an bin. Jo, Mui, wenn ich draufgehe, dann schuldest du mir eine Karabiner. Bro, ja, das ist gut. Aber wenn ich auch draufgehe, dann weiß ich nicht. Hey, das Ding ist, ich habe hier jetzt schon 3 Stunden Gewehr. So, wir fahren jetzt die nächsten 2 Wochen schon mal safe. Gucken, wenn ich keine Leute sind. Wenn da Leute sind, dann knallen wir die ab. Der Jarak in Fake Adidas redet zu viel von Lines und macht einen auf Rapper für ein paar Instagram-Likes. Krasse Line, Bro. Pablito. Stimmt, wir haben gleich. Kann einer Ausrufezeichen Stats machen? Oha! Noch 750 Follower und wir haben die. Willst du? Ja, schon. Die ist aber auch schon 5 Jahre alt. Was? Ja, wahrscheinlich schreibe ich auf mit einem Stift schreibe ich auf die Milch drauf. Ah, an dem und den Tag, Uhrzeit, Sekunde, Zeitpunkt. Nanosekunde. Hier ist keiner. Ja, guckt ein bisschen rum. Die saßen gestern auch in den Gebüschen. Hast du Thermo? Nee, mal. Mann. Geh nicht so weit runter. Geh nicht so weit runter. So ist gut, ja. Warte mal. Warum kann ich meine... Ich kann... Ah, okay, warte mal. Ich mach mal auf. Okay, flieg mal einen kleinen Kreis übers Dorf. Danke für den Typ. Hä, hey, was, hä? Hey? Was? Boah, ich bin verwirrt, lass mich. Ja, Mann, wo hocken die? Soll ich ein bisschen raufschießen? Die saßen gestern, guck mal. Gestern saßen die da in dem Haus. Also hier in diesen Häusern. Und hier vorne im Gebüsch. Und einer war hier oben auf dem Berg. Hier. Bei der Hütte. Flieg mal über die Hütte hier drüber. Hier links. Mojo, sagst du, bist ein besserer Pilot als Micha? Ja, auf jeden Fall, aber das ist auch nicht so schwer. Ich glaube, Sosa ist besser als Micha. Sosa, kannst du fliegen? Jetzt for real? Nicht so, oder? Oder geht? Doch, lass mich fliegen. Bitte, lass mich bitte fliegen. Hier ist keiner. Sollen wir nochmal Human umfliegen auf den Berg und alles? Jetzt fliegen wir nochmal Human. Dann fliegen wir nochmal Verarbeiter. Du bist kein Twitch-Partner, weil die mich nicht angenommen haben. Ich will einfach ein paar Leute ballern, Digga. Verdammt, Mann. Ich glaube, jeder von uns will hier irgendwann nicht dran. Was? Ich glaube, jeder von uns will hier gerade irgendwelche Leute nicht dran. Vor allem um diese Uhrzeit, wo er immer jeder Richtung Weiler hat. Ah.
Jetzt wünsche ich mir so, dass diese Pinguinsmaske da wieder ist. Weil eine Million ja, das sind Views. Ja diese Haralds-Magals. Oder diese heißen Ulrichs. Auf YouTube. Hören das und alles. Ja, ja. Auch das neue YouTube-Video mal abchecken, Chat. Warte mal. Da. Ich hab ne Idee. Wow. Erste YouTube-Video. 120.000 Dings. YouTube auch. Und doch vorhin zwar noch diese Leute da, die arbeiten wollten. Nein, nein, bald erst. Ah, perfekt, meine ganzen Anrufe sind weg. Chillig. Weg. Sehr geil, Anrufliste weg. Was musst du erreichen, damit du Partner bist? 75 durchschnittliche Zuschauer. Ja, ja, Popper, ist krass. Popper. Da steht ein weißes Auto rechts. Was? Da steht ein weißes Auto rechts. Ja, flieg. Ne, flieg erst über die Route. Das ist das Auto. Safe, safe, safe. Durch Monte sind so viele Leute dazu gekommen. Wenn wir so weitergehen werden, gibt es diesen Monat noch 100k. Ich zieh's erstmal durch, ja? Ja, 75 durchschnittliche Zuschauer schaffen wir auf knapp. Muss ein bisschen runter, glaube ich, oder? Nee, hier ist nee, da ist nichts. Flieg mal drüber über hier alles, so ein bisschen langsam. Guck mal. Man kann sich hier viel zu einfach verstecken. Ja, Jungs. Ja, deswegen, ihr müsst schön gucken überall in diesen Lücken. Was machst du da? Bisschen höher. So. Ich hab's wirklich, aber kann man auch da rein? Hey, oder Leute, sind die Tore immer verschlossen? Tot, Alter, der fliegt die ganze Zeit aus dem Auto. Oh, shit. So, das ist anstrengend. Ja, der ist drei, vier Mal aus dem Auto geflogen, aus dem Nichts einfach. Okay, hier ist nix. Flieg mal zu dem Auto, was da oben steht. Oder flieg erstmal den Hügel hier, den Hügel. Den Hügel. Danke dir, Macke. Wie habt ihr euch kennengelernt, du Monte? War das durch Medi auch, also durch seinen Chat, da hat er mir irgendwann VIP gegeben, wir haben Pummelparty gezockt, ja, so. Ungefähr vor einem Jahr oder ein, zwei Jahren so. So geht einmal mal nach einer nach dem Auto gucken. Ja. Im Auto? Nach dem Auto. Irgendeine Schrottkarre, Mann. Ja. Ich dachte durch GTRP? Nein, wir kennen das schon länger. Rosa hat wieder Schwierigkeiten. Ja, alles gut jetzt. Du bist zu klein, die Schritte sind zu groß für dich. Ja, Moment. Ehrlich. Du bist jetzt Verarbeiter? Jetzt fliegt Verarbeiter. Wie groß bist du, Sosa? 1,80. Boah. Du? 1,88. Ja. Sägen ist sogar nur 1,50. Stimmt, Sägen ist 1,50, ne? Ja, Mann. Das quatscht dir, hä? Diese Woche. So ein Trottel, warum ist einfach 1,50? Ich bin 1,90. 1,90? Ja. Oh, 1,90, du Dummkopf. Wem hast du gelutscht, dass bei Bürgeramt, dass der das so schreibt? Sag, ist der ehrlich? Ich bin 1,90, was quatscht du mich voll, hä? Schwierig, schwierig. Du weißt sehr ein Zwerg. Wie kannst du 1,90 sein? Das geht nicht. Das darf man auch gar nicht. Das ist ein Familienname. Nee, das darf man gar nicht. Nee, das ist schon mit der Größe. Deswegen heiße ich Mujo riesengroß. Weißt du? Und deswegen heiße ich so Sosa riesendick. Ja, okay. Schnauze, TJ. TJ? Wieso TJ? Was heißt das? Klär mich auf. Damals, wo wir frisch hergekommen sind, haben wir ihn immer TJ genannt. Echt? Ja, mich. Ja. Boah. Ist ja fast eine Beleidigung, oder? Ja, ehrlich. Ja, Fate. Viele dazugekommen, ehrlich. Sehr, sehr viele. Habe, Edward. Bips, danke für dein Prime.
Digga, wisst ihr, was ich nicht checke? So Konzerte oder so Events, wo die so alle so, so diese Dubstep-Musik hören, wo die einfach nur warten, bis dieser Drop kommt und dann diese du, 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 du und dann voll darauf abgehen. Digga, das ist gar nicht mein, also check ich, könnte ich niemals. Trophy-Musik, ja, das kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht fühlen, muss ich sagen. Ich würde sagen, zwei gehen vorne und zwei gehen über den Hintereingang. Wer kennt den Hintereingang von euch? Ich würde mal sagen, Sparke dann. Oder fliegt doch mal hier drüber, guck mal, das kann man in der Schule geändert. Ja, Digga, schon mal gucken, ob ein Auto da steht. Zum Glück bin ich erst. Oder? Sieht hab man ich da erst überhaupt angefangen was? Zu streamen. Als, ja, als ich mit der Schule fertig war. Hier fliegt mal weiter rüber zum Hersteller Richtung. Nee, da ist nix. Was denn ist für eine Scheiße, Mann? Ich kann hier nochmal runtergehen. Ja, ist ja jeden sein. Ey, sind die alle schon schlafen? Gibt's keine Leute mehr, oder? Keine Ahnung, Mann. Ich geh gleich ausschlafen, glaube ich. Muss morgen früh aufstehen, Mann. Boah. Musst du in die Schule, oder was? Nein, nein. 5 Gramm Kelly und Ami-Rap fühle ich. Also, das 5 Gramm Kelly natürlich nicht. Seht ihr da vorne was? Ja, da ist nichts, Digga. Nee. Fuß kommen ja nicht her, die müssen ja mit Auto kommen, weißt du? Mhm. Ja, da flieg in die Ich hab eine Ausbildung gemacht. Ja, schaut euch doch aus. Warte mal, ich hätte gerne noch. Also, ich hab erst eine Ausbildung gemacht als medizinisch technischer Assistent. Das fand ich nicht. Da war ich krank und konnte meine Klausuren nicht wiederholen. Und ich war zu lange krank und ich konnte die Klausuren einfach nicht nachholen. Und danach habe ich eine Ausbildung als pharmazeutisch technischer Assistent gemacht, aber das hat mir 0,0 gefallen. Ja, und dann habe ich. Das war vor kurzem und dann habe ich gesagt: Nee, das will ich nicht machen. Dann wäre ich unglücklich dann. Dann habe ich gesagt, nee, dann kündige ich erstmal und mache ein Jahr Stream und gucke, wie es läuft. Jetzt habe ich gekündigt, werde jetzt ein Jahr streamen und bis jetzt lief's gut. Weil ich will nichts machen, was mich unglücklich macht. Und bei Stream weiß ich ganz genau, okay, das feiere ich. Stream ist eine Sache, das kann ich mein Leben lang machen. Ich habe einen Realschulabschluss. Wie viel machst du? Bro. Danke. Ist 100% Haare von deinem Scheißkopf, Junge. Prozent Natur, sagt sie. Ja, ja, ja. Sehe ich 100% Natur, Digga. Gehst du auch pennen oder was, Davy? Naja, ich geh jetzt erstmal hier die wegkriegen. Okay, okay. Ich bin noch auf jeden Fall hier, bis du kommst. Jo. Lass ihn doch! Wo sind die hin? Jo, wo seid ihr hin? Wir sind doch hier oben, Hut. Ja, alles gut. Granatapfel-Chat. Beste. Aus Türkei, selber gemacht. 100% Natur. Ivilek, danke dir. Ja. Ja. Vielleicht kommt Ding. Vielleicht will Sosa mitreisen. Sosa, willst du mitreisen? Wohin? Nach Verdansk. Nee, Mann, ich gehe jetzt schlafen. Ach, stimmt, Alter. Hat er gesagt. Scheiße. Ja, Klein Sosa muss auch schlafen, sonst ist der morgen sehr müde und zickig. Ja. Hilft ja nichts. Er braucht seine Milch morgen früh. Er braucht seine warme Milch. Ich bin 8 Stunden wach, ihr Wichser. Jetzt gerade bist du 8 Stunden wach, oder was? Ja. Da ist er schon wieder müde. Hä?
Du bist seit 8 Stunden erst wach und du bist jetzt schon wieder müde. Ich bin seit 8 Stunden in der Stadt hier. Ach so. Ja, ich verstehe. Stimmt, ja. Okay, ja, das ist eigentlich schon eine gute Aussage. Aber es geht mehr, theoretisch geht mehr. Du schwächelst ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Ja. Du hattest viel zu tun heute. Aber Jungs, ich zieh durch, Mann. Mach das, Bruder. Haut da rein, Kuss, bis morgen. Ey, meine Guardian habe ich in das Auto meine Waffe habe ich in die Dings da gepackt, ne, in das Auto. Alles klar, okay. Ich trag dich ein, sehr gut. Okay. Korrekt von dir. Hau rein. Kuss, gute Nacht. Hau rein. Ei. Ich werde es offline gehen, Chat. Wir hosten. Komm. Hosten war Miki. Er spielt WoW. Mach das weg! Wir hosten ihn einfach. Viel Spaß bei Miki. Viel Spaß bei dem Boy. Er spielt WoW, wenn ihr Bock habt, das Spiel zu gucken. Wenn nicht, dann könnt ihr auch rüber zu. Wenn ihr Bock auf RP habt, könnt ihr auch zu VIP Simon. Ich schicke euch mal einen Link. Wenn ihr Bock auf RP habt, könnt ihr rüber zu ihm. Also. Haut rein, Jungs. Viel Spaß bei Miki. Alt. Ich leg mich noch hin. Besser! Digga, war ein nicer Stream. Danke euch für die 5700 Subs. Für die 8,5 Stunden haben wir jetzt gestreamt. Ich komme morgen wahrscheinlich online. Wir machen irgendwie 2K zocken wir oder irgendwie etwas. Danke euch für den nice Stream wieder. Danke euch für den ganzen Support auch. RP war sehr nice. Viel Spaß bei Miki. Viel Spaß bei dem Boy. Alter, wir sehen uns. Ich bin morgen wieder live. Tschüssi. Danke an alle.